Willkommen in Nürnberg, auf der Kaiserburg. Nürnberg, im Mittelalter bezeichnet als die am besten gelegene, die vornehmste Stadt, besonders bekannt für Metallverarbeitung, Waffen, Drahtverarbeitung, aber auch was ist das jetzt? Ja. Das Nürnberger Ei. Angeblich die erste Taschenuhr der Welt und angeblich erschaffen von einem Nürnberger, Peter Hähnlein. Gut, heute gibt es starke Zweifel daran, dass wirklich Peter Hähnlein dieses Teil hier erschaffen hat, aber kein Zweifel besteht daran, dass das Nürnberger Ei wie nichts anderes für die Innovationskraft von Nürnberg steht. Hat den Alltag der Menschen auch ordentlich durcheinander gewirbelt. Die Kirchturmuhr auf einmal in so einem kleinen Teil, da waren natürlich dann Termine viel verbindlicher. So ein bisschen wie bei uns vor ein paar Jahren mit dem Smartphone. Der Alltag war völlig anders. Das war natürlich einerseits gut, andererseits hat das auch ziemlich viel Stress ins Leben der Menschen gebracht. Das Ding hat ja ganz schön was drauf. Der Rittersaal der Kaiserburg in Nürnberg. Nürnberg ist tatsächlich auch eine alte Kaiserstadt von ganz besonderem Rang. Im Jahr 1219 machte Friedrich II. Nürnberg zur freien Reichsstadt. Damit war das quasi neutraler Ort und der perfekte Platz, an dem sich Kaiser und Fürsten treffen konnten zu Reichstagen. Die Nürnberger dankten es ihren Kaisern auch mit Vertrauen und dieses Vertrauen wurde belohnt. Wow, damit hier zum Beispiel. Mit der Reichskrone oder dem Reichsschwert, dem Reichsapfel, der heiligen Lanze, die sogenannten Reichskleinodien, die Insignien der Macht, die Kaiser Sigismund zur, Zitat, ewigen Verwahrung nach Nürnberg bringen ließ. Klingt alles ziemlich toll, klingt edel, sieht auch schick aus. Man muss nur dazu wissen, dass diese ganzen Sachen getarnt als Fischtransport nach Nürnberg kamen. Ich will gar nicht wissen, wie das gerochen hat. Müssen wir uns gar nicht vorstellen. Lassen wir es da liegen und machen einfach ein bisschen weiter. Die NSDAP nutzte den romantischen Mittelalter-Mythos von Nürnberg für sich. Sie brachte die Reichskleinodien von Wien nach Nürnberg zurück und sie hielt Reichstage ab. Reichsparteitage hieß das bei den Nazis ab 1933, genau hier auf diesem Gelände. Ein Gelände, das aber niemals fertig wurde, vieles hier ist bis heute eine Bauruine. Am 15. September 1935 hielt sich Adolf Hitler genau hier auf dem Reichsparteitagsgelände, während gar nicht so weit entfernt die Grundlage gelegt wurde für den systematischen Massenmord an ca. 6 Millionen Juden, die Nürnberger Rassengesetze. Ja, wie man sehen kann, setzten die Alliierten dann dem Schrecken schließlich ein Ende. Und die Alliierten waren es auch, die die Verbrecher des Nazi-Regimes vor Gericht brachten, bei den sogenannten Nürnberger Prozessen. Und die hießen nicht nur so, die haben auch tatsächlich in Nürnberg stattgefunden. Und heute? Naja, heute haben die Nürnberger ihr Gelände quasi zurückbekommen. Und pragmatisch wie sie sind, haben sie das für was ganz anderes genutzt. Hier ist jetzt heute ein Park und eine Rennstrecke. Albrecht Dürer, der größte Kopf Nürnbergs, wichtigster deutscher Renaissance-Maler, einfach ein Genie. Hier zum Beispiel Selbstbildnis im Pelzrock oder die betenden Hände, hier der Feldhase und wo ist denn das Nashorn? Herr Dürer, das Nashorn? Was ist ein Nashorn? Ja, dieses große Tier hier mit dem gepanzerten Rücken und dann den Kopf mit dem Horn auf der Nase. Ach, das ist ein Rhinoceros. Rhinoceros, ja. So und dann so und dann so. Ja. Oh. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Wobei, zugegeben, jetzt so wie ein richtiges Nashorn sieht das nicht aus, aber man muss ja auch sagen, Albrecht Dürer hat noch nie in seinem Leben ein echtes Nashorn gesehen. Deshalb, ja, passt schon einigermaßen.
Dann wollen wir das mal nicht noch weiter erschrecken. Schon ziemlich beeindruckend. Übrigens beeindruckend auch Albrecht Dürer mit seinem Verkaufsgenie. Irgendwann hat er erkannt, er kann von seinen Kunstwerken noch Holzschnitte herstellen und kann die Drucke vervielfältigen. Dann kann man mit diesen Drucken natürlich noch mehr Geld machen. Sieht man auch hier gerade. Herr Dürer, kann ich das vielleicht haben? Moment, das Wichtigste zum Schluss. Ja. Ah. Klar, das AD. Albrecht Dürer als Markenzeichen. Jedes Bild, das die Werkstatt von Albrecht Dürer verlassen hat, hatte dieses AD drauf. Na, schon vor 500 Jahren. Ziemlich clever, der Mann. Herr Dürer, ich lasse das aber mal hier, weil wir müssen noch weiter. Hol ich dann später wieder ab. Und wir haben noch was vor. Das hier ist wahrscheinlich das größte Verdienst der Nürnberger Gewitztheit. Die Einführung der Eisenbahn in Deutschland. Das haben wir den Nürnbergern zu verdanken und natürlich auch den Partnern in Fürth, der anderen Haltestelle. 1835 haben sie diese Dampflok hier nach Deutschland geholt. Sie war transportstark, sie war schnell und sie war kostengünstig insgesamt und einfach ein tolles Teil. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt auch mal aus. Legen wir direkt los. Unglaubliche Technik, die hier dahinter steckt. Technik, die aus Großbritannien kommt. Und auch der Fahrer, der war am Anfang Brite, denn es gab in Deutschland einfach niemanden, der so etwas drauf hatte. Hat sich dann aber ziemlich schnell geändert, denn die Pioniertat aus Nürnberg, die hat sich rumgesprochen. Überall sind die Dampflokomotiven, sind die Eisenbahnen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Überall wurde das kopiert und das hat die Industrialisierung in Deutschland ordentlich vorangetrieben. Richtig tolle Sache. Funktioniert irgendwie nicht? Egal. Genießen wir es einfach.